Also das Kind als phlegmatisches Kind bringt mit sich eine sehr leichte, nur berührende Beziehung zu dem Körper. Und das heißt, bleibt eher wahrnehmend, das Kind bleibt eher wahrnehmend, was in ihm ist, mit der leichten Tendenz, wieder einzuschlafen, leicht einzuschlafen oder darüber zu träumen und ganz wenig Beziehung zu der Umgebung. Die Körperzone, die besonders betont ist, ist die Zone hier. Also die Augen sind ein bisschen gespannt, so das Kind Tendenz hat, im Traum sofort sich zu versetzen. Er träumt einfach. So ist das Verhalten sehr, sehr, einfach sich uninteressiert, außer für das, was ist selbstgerichtet. Ernährung, Trinken und Essen, aber nicht, was die anderen sind, was die Umwelt ist, das gibt natürlich große Risiken. Ein Risiko ist, in sich selber zu sehr zu brüten, anstatt eine Beziehung mit der Außenwelt zu haben. Und die Chance ist, dass wenn man diese Beziehung haben kann, dann ist diese eine ruhige, sichere Beziehung, sehr tief gedachte Beziehung und kann wirklich Sicherheit geben. Besonders ja im Fall ein Phlegmatiker, ein Lehrer wird, ja, ein Lehrer, der wirklich sich mit Ruhe interessiert an das Kind, das er als Lehrling da hat. Ein solches Kind braucht unbedingt interessiert zu werden, braucht immer gezielt zu werden, so geholfen werden, ein Ziel zu finden. Und Bedürfnisse ist, man bringt ihm bei, besonders alles eine große Vielfältigkeit für den Tastsinn. Die Behandlung eines solches Kind soll eben alles, was Gewicht ist, alles, was gezielt sein bringt. Man soll ihm viele Geschichten erzählen, aber Geschichte, wo etwas passiert. Es passiert etwas. Es gibt einen Jäger, der macht und geht und die Stimme soll auch dazu kräftig entsprechend eine sehr große Wirksamkeit haben. Bei dem Erwachsenen alles, was Ziel ist. Also die Gedanken haben im Erwachsenen die Tendenz, fast sich in eine Runde zu bewegen, immer auf der Gewohnheit zu kommen. Also aus der Gewohnheit würde ich sagen, das ist wirklich, was man am besten machen kann mit einem Phlegmatiker. Etwas Neues bringen, eine Kleinigkeit, zum Beispiel eine Buchstabe beim Schreiben ein bisschen anders machen, so dass man da, wo man stolpert, ein bisschen wach wird. Auch das Springen, nicht einfach das ruhige Gehen und Gehen und Gehen, Fahrrad zum Beispiel, würde ich nicht mit einem Phlegmatiker empfehlen. Ich würde eher empfehlen, alles was springt. So, in dem Moment, wo man springt, man soll sich ja ein bisschen nehmen. Das ist bei einem Erwachsenen das Wichtigste. Und also der Phlegmatiker soll in dem großen Meer der Willens selbstgerichtete Kräfte
ein Ziel finden, das zu den anderen, zu der Außenwelt überhaupt bringt.